Für Eva ist das beinahe schon Routine. Sie verdankt Cannes einen Teil ihrer Karriere. 1996 war sie zum ersten Mal hier. Ich glaube, das war damals mit Helmut Newton. Die Atmosphäre beim Shooting war sehr aufregend und sexy. Das war eine tolle Erfahrung und war quasi mein Debüt. Wir haben danach oft zusammengearbeitet und mochten uns sehr. 9 Jahre sind seit Evas erstem Auftritt in Cannes vergangen. Damals war sie der absolute Publikumsliebling und wurde vor dem Festivalgebäude wie ein Popstar gefeiert. Da liegt es auf der Hand, dass das Topmodel für das Filmfest bis heute nur gute Worte findet. Du weißt selbst, hier ist alles sehr glamourös. Die Poesie von Couture vermischt sich mit Kinofilmen mit Tiefgang aus ganz Europa. Das alles wird einem hier präsentiert. Und das sicher nicht zum letzten Mal. Eine Art Konfirmation.